Christian Felber, der da schon seinen Vortrag einstellt, ist wahrscheinlich auch sehr vielen von Ihnen bekannt. Kurze Vorstellung dennoch, er studierte Spanisch, Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaft, und zwar in Madrid und in Wien lebt er heute als freier Publizist und Buchautor. Bis vergangenes Jahr, also bis 2014, war auch Sprecher von Attac Österreich, was er hier auch mit begründet hat. Jetzt ist er international gefragter Referent, zeitgenössischer Tänzer, Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien und Autor mehrerer Wirtschaftsbestseller. Zuletzt erschien 2014 sein Buch Geld, die neuen Spielregeln, das, wie er mir vorhin gesagt hat, auch gerade auf der Frankfurter Buchmesse den Wirtschaftsbuchpreis bekommen hat. Und er initiierte den Aufbau der Gemeinwohlökonomie und der Bank. Gemeinwohl. So viel zur Einleitung. Geld als öffentliches Gut ist das Titel seines Vortrags. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jetzt ist etwas Kurioses passiert. Ich wollte bescheidene 10% meines Vortrags zum Thema Folge widmen, aber dadurch, dass ich relativ leidenschaftlich kritische Stellung bezogen habe, ist dieses Thema. Ja, funktioniert das Mikrofon nicht? Ein Standmikrofon, das man auch noch halten muss, ist eine Innovation. Genau. Also das Thema Vollgeld hat jetzt, dem ich einen würdigen, ungefähr einen Zehentplatz einräumen wollte in meinem Vortrag, hat jetzt selbststeuernd quasi sich sehr stark in die Mitte des Raumes manövriert. Es ist so heiß umstritten, dieses Thema, also ich kann mir jetzt das nicht verkneifen. Ich habe auf der Frankfurter Buchmesse einen internationalen Buchpreis für das Buch bekommen, wo das Vollgeld ein Zehntel des Buches ausmacht. Aber weil das Vollgeld ein Zehntel des Buches ausmacht, deshalb wurde es nicht einmal über den Attac Österreich Newsletter bekannt gegeben. Weil der Widerstand, das Thema zu diskutieren, so stark und so leidenschaftlich ist, das kann ich mir nicht verkneifen. Aber ich möchte trotzdem ganz anders einsteigen, nämlich anknüpfend an Hermann Knoblacher, der ganz zu Beginn die grundsätzlichste aller Fragen in Erinnerung gerufen hat: Ist das Geld ein Mittel oder ein Zweck, eine Causa Finalis oder eine Causa Effizienz? Und wenn wir verschiedene Symptome der heutigen Geldordnung betrachten, dann erweckt das doch den Anschein, dass das Geld in Richtung Zweck sich entwickelt hat. Wenn das Geld ein dienendes Mittel wäre, dann wäre so etwas nicht möglich. Der klarste Beweis aus meiner Sicht, dass das Geld zum Zweck geworden ist, zur Causa Finalis geworden ist, also dass wir Mittel und Zweck verwechselt haben, ist der, dass wir in der Wirtschaft den Erfolg anhand rein monetärer Indikatoren messen. Wie ist das zu verstehen? Der Erfolg wird immer am Ziel gemessen. Und wenn wir den wirtschaftlichen Erfolg auf allen Ebenen anhand von monetären Größen messen, dann muss logischerweise das Geld zum Ziel, zum Zweck geworden sein. Das heißt, Geld muss zur Causa Finalis geworden sein in der real praktizierten Wirtschaft. Obwohl, wenn wir die Verfassungen befragen, was sie dazu sagen, ob sie das auch so sehen, dann sehen wir, dass sie das genau umgekehrt sehen. Nämlich so wie Hermann Knoblacher, so wie Aristoteles, und so wie grundsätzlich alle anderen auch, die sich zeitlos Gedanken über Geld oder Kapital gemacht haben. Kapital ist ein Mittel zur Faltung der Volkswirtschaft, aber es ist nicht deren Ziel. Über das Ziel finden wir auch, nicht nur in der Bayerischen Verfassung, keine Angst, das ist nur sozusagen ein Schmankerl, aber diese Grundaussage, dass das Kapital das Mittel ist, die Causa Effizienz, und dass das Ziel der Wirtschaft das Gemeinwohl ist, die Causa Finalis, das finden Sie quer durch alle Verfassungen demokratischer Staaten, die uns etwas über die Ziel-Mittel-Relation in der Wirtschaft aussagen. Und sie finden keine einzige Ausnahme. Seit Aristoteles ist das konstant, nur in der Wirtschaft wird es andersrum praktiziert. Das heißt, wir stehen hier vor einer ganz klaren Verwechslung zwischen Ziel und Mittel in der Wirtschaft. Und aus meiner Sicht ist das der Hauptgrund für alle Probleme, die in der Wirtschaft derzeit auftreten. Und deshalb ist auch der Kern des Alternativvorschlags einer Gemeinwohlökonomie, dass wir diese Verwechslung wieder zurechtrücken und in der wirtschaftlichen Erfolgsmessung uns wieder auf die Ziele richten, fokussieren und logischerweise den ökonomischen Erfolg an der Erreichung der Ziele messen. Und dafür sind wir dabei, umfassend Instrumente zu entwickeln. Natürlich nicht nur die Gemeinwohlökonomiebewegung, aber dadurch, dass Hermann Knoblacher damit eingeleitet hat,
konnte ich mir auch das nicht verkneifen, hier kurz in eine Übersicht zu bringen. Wenn wir diesen Grundgedanken teilen, dass Geld nur ein Mittel sein sollte, aber nicht der Zweck wirtschaftlicher Tätigkeiten, Aristoteles, ein allerletztes dazu, hat das als widernatürlich bezeichnet und extra eine begriffliche Unterscheidung geschaffen zwischen der Krematistike, in der eben der Gelderwerb zum Selbstzweck wird, und die Eukonomia, in der das Geld nur als Mittel dient. Und wenn wir die derzeitige politische Ideologie, die hinter dem derzeitigen Geld- und Finanzsystem steckt, betrachten, dann kommen wir ganz klar zum Ergebnis, dass hier Geld nicht als Mittel angesehen wird und dass es Zeit wird, ein neues Paradigma, in dem Geld tatsächlich nur ein dienendes Mittel für das Gemeinwohl und auch ein öffentliches Gut ist. Und bei der Verwendung oder beim Vorschlag, Geld zu einem öffentlichen Gut zu machen, bitte ich gleichzeitig um Entspannung und dass Sie sich nicht an den bisher sich etablierten begrifflichen Kategorien festhaken, weil das ist genau definiert durch Nicht-Ausschließbarkeit, durch Nicht-Rivalität, das kennen wir. Aber auch jede Definition kann man verändern und ich schlage hier ein anderes Verständnis. Ich stelle nicht einmal den Anspruch darauf, dass das eine Definition, eine neue Definition für öffentliche Güter sein soll, sondern nur ein anderes Verständnis, ein etwas legereres, ein etwas breiteres Verständnis von einem öffentlichen Gut. Was könnte, gleichzeitig ist das ein Diskussionsvorschlag, es bedeuten, dass Geld zu einem öffentlichen Gut wird? Erstens und wichtigstens, die Regeln für das Geldsystem sollen so demokratisch wie möglich gebildet werden. Dazu folgt in Kürze ein genauer Prozessvorschlag. Zweitens, die Zentralbank gibt das Geld aus, aber eben nicht nur das Bargeld, sondern auch das Buchgeld. Hier könnte man bereits in die feinere Tiefe dringen, aber in mir weckt sich sozusagen der Provokationsgeist, ist jetzt ein bisschen geweckt und man könnte sagen, naja, der Geldschein, den du in der Hemd- oder Hosentasche hast, der ist zwar wohl in deinem Besitz, lieber Geldverfüger, aber er ist nicht dein Eigentum, er bleibt Eigentum des Staates oder der Zentralbank und deshalb kann auch die Regel gebildet werden, dass du weder dieses bare Geld horten darfst, noch darfst du es entzünden und damit deine Stube wärmen. Das wären zum Beispiel Hinweise darauf, dass Geld ein öffentliches Gut ist, nämlich es bleibt im Eigentum des Staates, auch wenn wir es privat verwenden, darüber verfügen und es besitzen dürfen. Und auch wenn ich einen Schuldschein dir ausstelle, dann hat dieser Schuldschein keinen gesetzlichen Annahmezwang. Das wäre ein weiteres Unterscheidungskriterium zu einem echten öffentlichen Gut. Aber ich habe mich hier verführen lassen, in Diskussionen einzusteigen, die begonnen haben. Ich mache meinen Vorschlag fertig. Banken sollen alle gemeinwohlorientiert sein müssen. So wie es uns einleuchtet, dass Schulden oder Spitäler nicht dazu da sind, den Profit zu maximieren, um mir dann irgendeinen Eigentümer oder Eigentümerin auszuschütten. Das gilt gleichermaßen für private wie für öffentliche Banken. Die Eigentumsform ist hier nicht ausschlaggebend, sondern es geht um die Zielorientierung. Dazu kommt natürlich Konkreteres. Viertens, Kredite. Erstens nur für realwirtschaftliche Investitionen und nicht für finanzwirtschaftliche Investitionen. Das wäre gleich die wichtigste Alternative zum Vollgeld. Sie werden sehen, ich nehme das Thema Vollgeld gelassen. Das wäre mir viel lieber als die Vollgeld-Einführung, dass wir endlich finanzwirtschaftliche Kredite nicht verbieten. Und auch bei den realwirtschaftlichen Investitionen und Krediten gilt es eine weitere Entscheidung zu treffen, nämlich nur diejenigen, die das Gemeinwohl nicht schädigen oder etwas ökonomischer ausgedrückt, die das ökologische Kapital, das Sozialkapital, das Human- und das Kulturkapital nicht vermindern und damit Gemeingüter nicht enteignen. Das ist ja heute ganz leicht möglich, dass eine Investition die Natur kaputt macht, die sozialen Verhältnisse zerrüttet, die Ungleichheit vergrößert und die Demokratie untergräbt und damit alle Gemeingüter enteignet und gleichzeitig aber eine Double-Digit-Return-on-Investment vorweisen kann, das heißt unter den heutigen Kategorien der ökonomischen Erfolgsmessung sich als höchst erfolgreich erweist. Ja, fünftens Grenzen für die Ungleichheit, das muss ich glaube ich nicht erklären. Sechstens Spiel nur noch im so gekennzeichneten Casino mit der Definitionskriterium, keine Auswirkungen auf die reale Wirtschaft. Siebtens ein kooperatives Handels-, Währungs- und dadurch die Währungs- und die Handelspolitik sollten immer zusammengedacht werden. Das hat man beim Euro verabsäumt. Es wäre besser gewesen, wenn der Euro nicht nur eine Währung, sondern auch eine Handelsunion geworden wäre. Aber wir wussten es eigentlich schon vorher, seit Keynes wiederum, da hole ich den mittelalterlichen Keynes aus der Schublade. Wir haben es gegen seine Erkenntnisse anders und schlechter gemacht, aber wir haben nach wie vor die Chance, es beim dritten Anlauf, bei einem Brexit 2, Brexit 1 und nach der Eurozone, sich mal gut und richtig zu machen.
Das ist weder vollständig noch beharrlich auf jeden Einzelnen. Ein erster Vorschlag, was wir unter Geld als öffentlichem Gut verstehen könnten. So, damit komme ich gleich zum Prozessvorschlag. Wie könnten denn die Spielregeln für die Geldordnung anders gemacht werden? Und auch hier noch eine Vorbemerkung. Ich werde hier kein komplett anderes Geldmodell oder Geldsystem vorschlagen. Überhaupt nicht. Sondern mein Zugang ist, dass wir uns die 10 oder vielleicht 20 wichtigsten Stationen oder Grundelemente der Geldordnung ansehen und schauen, ob wir die anders gestalten können als heute in einem demokratischen Prozess. Das ist aus meiner Sicht kein Systemwechsel. Es ist eine grundlegende Reform der Grundelemente der gültigen Geldordnung, aber es ist kein Systemwechsel. Und die Vollwertreform, das auch noch kurz erwähnt, ist aus meiner Sicht auch verdient den Namen Systemwechsel nicht. Das wäre eine Überbewertung der Vollwertreform. Was ist der Gedanke hinter dem demokratischen Prozessvorschlag? Der Gedanke, den ich jetzt nicht erschöpfend ausführen kann, ist, dass das derzeitige Demokratiemodell in wichtigen Entscheidungen nicht mehr das umsetzt, was der breite Mehrheitswille des Souveräns ist, sondern was Minderheitsinteressen mächtiger Gruppen aus der Wirtschaft, die starke Lobbys haben, ist. Das führe ich hier nicht aus, sondern daraus folgend schlage ich eine souveräne Demokratie vor. Souveräne Demokratie heißt, dass wir das Souveränitätsprinzip ernst nehmen, kommt vom lateinischen Superanus und heißt wörtlich über allem stehend und steht ja auch in der österreichischen Bundesverfassung, alles Recht geht vom Volk aus. Wir sind der Souverän, wir sind die höchste Instanz und ich habe mir dann Gedanken gemacht, welche souveränen kollektiven Grundrechte müssten wir haben. Ich habe 8 gefunden und möchte hier nur, ja, nur so damit Sie da so hinein schnuppern können, aber ich möchte mich auf ein einziges Grundrecht konzentrieren, nämlich wenn die Bevölkerung die höchste Instanz tatsächlich wäre, müsste doch das erste Grundrecht sein, die Verfassung zu schreiben. Warum? Weil die Verfassung regelt die Kompetenzen, die Macht der Vertretung des Souveräns, nämlich der Regierung des Parlaments. Und zweitens regelt die Verfassung auch die inhaltlichen Grundleitlinien aller Politikfelder. Von der Wirtschafts- und Geld- und Finanzpolitik beginnend bis hin zur Agrar-, Umwelt- und Bildungspolitik. Die Vertretung des Souveräns würde dann auf dieser Grundlage die Gesetze, die Ausführungsgesetze und die laufenden Gesetze machen. Es wäre einfach eine neue Form der Arbeitsteilung und auch der Gewaltentrennung zwischen Souverän und Vertretung. Souverän fühlt sich in der Krise der Repräsentation fühlt er sich ohnmächtig, weil er eben nur sehr, sehr schwache Beteiligungsrechte hat. Alle 5 Jahre ein Kreuzchen von einer Partei ist formal schon Demokratie, aber eben nicht ausreichend. Und das wäre eine etwas ausgewogenere Gewaltentrennung. Die Verfassung kommt von der Bevölkerung und die Ausführungsgesetze kommen von der Vertretung. Und wir beginnen diese Übung bei der Geldordnung. Wie könnte das konkret umgesetzt werden? Die freie und souveräne Bevölkerung versammelt sich in den Lebensgemeinden, wo sie zu Hause sind, und wir besprechen nicht die Details der Geldordnung, nicht Basel III, sondern die Fundamentalfragen, die wir in einer einjährigen Befassung ausreichend verstehen und intelligenter und weiser entscheiden können, als die uns derzeit in Regionen und Parlamenten vertreten. An den Beispielen werden Sie sehen, warum diese Hoffnung berechtigt ist und nicht den Souverän überschätzt, was Sie vielleicht jetzt noch denken mögen. Nur 20 Fragestellungen, nur die Grundsatzfragen. Die Gemeinden haben keine Entscheidungskompetenz über die Währungspolitik, über die Finanzpolitik, über die Staatsschulden. Das braucht es aber auch nicht, sondern es soll eine Meinungsbildung, eine repräsentative Meinungsbildung im gesamten Souverän stattfinden. Und wenn die abgeschlossen ist, gibt es die Delegation in einem Bundesgeldkonvent und dort werden dann zu allen 20 Grundelementen die häufigsten und überzeugendsten Vorschläge als letzte Alternativen aufgelistet und die letzten Alternativen werden dann nicht von dem Bundesgeldkonvent entschieden, sondern vom gesamten Souverän, von der gesamten Bevölkerung. Das ist ein einmaliges Ereignis, ein einmaliger Geldkonvent und das Ergebnis wäre dann der Geldteil in der Bundesverfassung oder in den europäischen Verträgen, kann man das auch machen. Und der wäre dann sozusagen zeitlos bindend für die gesetzgebende Kraft in Vertretung des Souveräns. Jederzeit kann man selbstverständlich die Verfassung ändern, das ist heute auch möglich. Mein Vorschlag wäre, dass die Verfassung nur durch den Souverän geändert werden könnte und nicht durch die Vertretung des Souveräns. Ja, SK-Prinzip ist im Unterschied zur heute üblichen Entscheidung in der Demokratie, dass ein Vorschlag vorliegt und wir stimmen ab,
wer dafür ist und wer dagegen ist. Und im schlimmsten Fall, wobei das ja unter heutigen Gesichtspunkten wäre, das oft schon ein großer Zugewinn an Demokratie, wenn sich 51% gegen 49% durchsetzen würden. Aber Optimum ist das auch noch nicht. Systemisch konsensieren ist eine Entscheidungsmethode, die von zwei Grazer Mathematikern entwickelt wurde und erlaubt erstens eine Reihe von Vorschlägen, also 3, 4, 5, 7, auch 10 Vorschläge, und gemessen wird dann der Widerstand gegen jeden einzelnen Vorschlag, und es gewinnt der Vorschlag, der den geringsten Widerstand bei den Abstimmenden auslöst. Da ist eine wunderbare Philosophie dahinter, eine liberale Philosophie, nämlich jede Regel, egal welche, schränkt die Freiheit von den Normunterworfenen mehr oder weniger ein und löst einen größeren oder geringeren Schmerz in der Bevölkerung aus. Und vielleicht ist die Überlegung, diejenige Regel, die intelligenteste, die weiseste, die den geringsten Summenschmerz in der Gesamtbevölkerung auslöst und die Summenfreiheit so gering wie möglich einschränkt. Vielleicht schaffen wir das sogar hier zu spielen mit einem Beispiel, damit Sie das erleben können. Weil wenn ich es so theoretisch erkläre, dann kommt das möglicherweise gar nicht bei Ihnen an. Nochmal abschließend, was hier als Ergebnis herauskommt, ist dann der Geldteil, und das Parlament kann dann Kraft dieser Entscheidungen entsprechend umsetzen. So, jetzt gehen wir aber zu einigen Punkten, um das durchzuspielen und uns eine konkretere Vorstellung zu machen. Wie gesagt, es geht hier nicht um die Details, weil es gibt unzählige Geldexpertinnen, und unzählige Geldexpertinnen sieht man allein an dieser Tagung, haben fast ebenso viele Vorstellungen, woran es krankt und wie es zu therapieren ist. Und meine prozessuale Einschätzung ist, dass wir so nicht wirklich vorankommen. Und deshalb stelle ich den Prozess in den Vordergrund, und die inhaltlichen Alternativen biete ich auch an, aber deklariere sie als sekundär. Im Vordergrund, über welche Grundsatzthemen oder eben Bereiche des Geldsystems wollen wir überhaupt sprechen. Und auch die sind nur eine Auswahl, um es jetzt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Und wir beginnen gleich bei der Zentralbank, weil es ja doch die wichtigste Institution ist, die die Geldpolitik steuert. Und als gute Demokraten und Demokratinnen beginnen wir mit der Frage, wer denn der demokratischen Zentralbank die Ziele vorgeben soll. Das sind natürlich nur drei von mehreren Möglichkeiten, aber die sind mir auf die Schnelle eingefallen. Die Zentralbank gibt sich selbst die Ziele im Sinne einer Vollautonomie. Zweite Möglichkeit, die Vertretung des Souveräns gibt der Zentralbank die Ziele vor, das wäre der jetzige Zustand. Die Statuten der Europäischen Zentralbank sind jetzt im Lissabon-Vertrag verankert, und den haben wir alle abgestimmt, nein, haben wir doch nicht, aber macht ja nichts. Oder dritte Möglichkeit, der Souverän gibt ein direktes Mandat über die Ziele der Zentralbank. Jetzt frage ich, wollen Sie das kurz durchspielen, nur um zu erfahren, was das SK, was das systemische Konsens ist, wie das ist. Ja, also ich sehe eigentlich nur nickende und zustimmende, gut, dann spielen wir es ganz rasch. Das sind drei Vorschläge, und in einem echten Geldkonvent gibt die niemand vor, sondern da hat der Souverän die Kompetenz, das heißt, er selbst definiert die Fragestellungen, über die er dann entscheidet. Also diese drei stehen jetzt für dieses kurze, rasche Spiel zur Auswahl, und sie stimmen über alle drei ab, und sie zeigen jedes Mal ihren Widerstand, wie schon erklärt. Und die Methode ist ganz einfach, Sie hören diesen Vorschlag, Sie können auch die Augen schließen, Sie spüren in sich hinein, und wenn da kein Schmerz und kein Widerstand ist, dann geben Sie keinen Arm. Sie müssten nicht begeistert sein, nur es tut nicht weh. Zweite Möglichkeit, das spießt sich, das schmerzt ein bisschen, da mindestens lange diskutiert, dann heben Sie einen Arm. Und wenn es extrem weh, das geht auf gar keinen Fall, dann seien Sie so nett und heben Sie bitte beide Arme und zeigen somit Ihr Veto. Ist das verständlich? Gut, dann beginnen wir das Spiel. Der erste Vorschlag im demokratischen Geldkonvent zu Wien lautet, die Zentralbank soll sich ihre Ziele selbst vorgeben. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag. Blicken Sie bitte um sich. Es sind so viele Hände, die kann ich beim besten Willen nicht sehen. Dankeschön. Zweiter Vorschlag lautet, unsere lieben Regierungen und Parlamente sollen unserer demokratischen Zentralbank die Ziele vorgeben. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen zweiten Vorschlag. Okay, blicken Sie um sich, das wäre eine Menge, die man bereits fast zählen könnte. Ja, ich schätze, es waren noch so 70, 80 Stimmen oben. Dritter Vorschlag, der demokratische Souverän soll der demokratischen Zentralbank die Ziele vorgeben. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen dritten Vorschlag. Okay, Sie sehen es. Also nicht mit ganz großem Abstand, aber doch klar erkennbar, hätte in diesem Fall der Vorschlag C gewonnen.
Damit wollte ich Ihnen nur zeigen, wie dieses Spiel funktioniert. Mehr nicht. Deshalb gehen wir gleich zu den nächsten Fragen, die ich möchte zu einem demokratischen Geld kommen. Man trifft sich über ein Jahr lang, jedes zweite Monat. Man kann sich wirklich intensiv befassen. Es werden Kleingruppen gebildet zu jedem Fragenkomplex. Die machen eine Grobrecherche, informieren dann die Abstimmenden, welche Positionen, von Schulmeister bis Binsmann, ich weiß nicht, ob das ein breites Spektrum war, also welche Positionen, Entschuldigung, nur wir sind da gerade sitzen in der ersten Reihe, also welche Positionen es insgesamt gibt und die werden aufgetischt und dann merkt man schon, aha, ja, da gibt es eher positive Resonanz, da gibt es eher negative Resonanz, da geht es in die Feinrecherche und nach der Feinrecherche kommen dann die finalen Varianten und das wäre die Annahme. Es gibt drei finale Varianten zu dieser Fragestellung, wie sollen die Gremien jetzt in der Ordnung zusammengesetzt sein? Sie sehen schon, nur Banker und BankerInnen mit einer Mindestanzahl von Investment, B, nur Banker und Ökonominnen und C, Vertreter aller gesellschaftlichen Sektoren, also eine sogenannte Stakeholderbank. Das könnte dann eine Frage an der demokratischen Souverän sein. Dritte Frage, ja, jetzt kommen wir zu den Möglichkeiten, weil bei den Zielen ist es eh klar, was hat Zentralbank für Ziele verfolgt oder ist es vielleicht sehr viel offener? Vielleicht ist es überhaupt nicht klar, welche Ziele eine Zentralbank verfolgt. Wir haben zwei Modelle, die wir gut kennen. Das Modell EZB ist verpflichtet per Lissabon-Vertrag und ihre Statuten, dass sie vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen muss und alle anderen Ziele als zweitrangig betrachten muss. Bei der Federal Reserve ist es ein bisschen breiter. Die darf Vollbeschäftigung und Preisstabilität gemeinsam als höchste Ziele verfolgen, aber alle anderen Ziele muss ich auch als weniger wichtig erachten. Mein Vorschlag, und das ist natürlich einer von vielen weiteren möglichen Vorschlägen, Finanzstabilität haben wir zum Beispiel noch gar nicht dabei, aber hier steht ein zinsfreier Staatskredit bis maximal 50% des BIP. Was ist damit gemeint? Das muss ich ein bisschen erklären. Genau. Wir haben derzeit in den Augen mancher eine Staatsschuldenkrise. Die Staatsschuldenquote in der Eurozone kratzt an der 100%-Marke der Wirtschaftsleistung. Maximal 60 sind laut Maastricht-Kriterien, da sind wir schon ein bisschen drüber. Und manche sagen, das ist bereits ein Zustand, der nicht mehr revidierbar ist. Also wir gehen erneut auf eine Serie von Staatsbankrotten zu. Ist ja nichts Neues in der Geschichte. Spanien war 8-mal im Staatsbankrott, Deutschland war 8-mal im Staatsbankrott, also was soll's. Genau. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, nämlich 100% haben wir öffentliche Schulden und die aus meiner Sicht spannendste Bezugsgröße sind die privaten Vermögen. Und da wissen wir, spätestens seit der Studie der Europäischen Zentralbank, das Fünffache. Und wenn wir zum Beispiel, um hier in eine unbedenkliche Größe zurückzukommen, von 100% auf 50% bei den Staatsschulden kommen wollen, dann muss man eine fünfmal so große Größe um wie viel reduzieren, damit das möglich wird? Um 10% wäre vielleicht zugutbar. Dann wären wir bei 50% in unbedenklichen Gefilden und diese restlichen 50%, die könnten wir als Maximalbetrag umwandeln in zinsfreie Kredite bei unserer, nicht bei der lokalen Hausbank für mein Unternehmen oder für mein Haus, sondern bei unserer gemeinsamen Hausbank, bei der Demokratischen Zentralbank. Effekt, die Zinszahlungen für die Staatsschuld würden entfallen. Weiß jemand zufällig, wie viel das in Österreich derzeit im Jahr ist? 7 oder 8 Milliarden pro Jahr. Ist das viel oder wenig? Ja, kann man schon was ganz Spannendes damit machen. In Deutschland sind 60 Milliarden, mit 60 Milliarden kann man noch mehr machen in Deutschland und Griechenland und Spanien wahrscheinlich noch etwas glücklicher, wenn sie kein Geld für den Staatsschulden jetzt. Ist nur eine Möglichkeit, wie man die Staatsschulden anders finanzieren könnte, als wir es heute für selbstverständlich betrachten und der Zentralbank es sogar verbieten. Ja? Da fragt sich eben, darum ist es wichtig zu schauen, wer gibt denn der Zentralbank die Ziele vor? Da gibt es die einen, die verbieten der Zentralbank, dass sie Staaten finanzieren darf. Und wenn man es natürlich nur Hyperinflation sagt und jede Finanzierung von Staatsschulden ist Hyperinflation, ist Depression, ist Katastrophe, Krieg und Chaos, ja, dann ist es natürlich keine vernünftige Diskussion. Und da sagt man, aber es gibt ja einen Mittelweg, nämlich maximal 50% und keinen Cent mehr. Und das führt, glaube ich, nicht zu einer Inflation. Okay. Jetzt kommt mein 10%-Beitrag zum Folgenden. Ich werde es aber vielleicht noch etwas mehr einkürzen. Der Zugang, sagen wir so, ich glaube, die Missverständnisse sind wechselseitig. Das ist mein Eindruck. Ich beschäftige mich seit 10 Jahren intensiv mit der Folge. Und bei mir ist es kurioserweise, nein, es ist nicht kurios, es ist logischerweise umgekehrt, bei mir ist die Skepsis im stetigen Abnehmen begriffen. Aber das ist logisch, weil am Anfang ist die Skepsis maximal. Das kann nicht sein. Das ist so unglaublich, das kann nicht sein. Aber
je mehr Bücher ich darüber lese, desto weniger skeptisch werde ich. Ich bin immer noch skeptisch, aber immer weniger skeptisch. Und meiner Meinung nach ist es eine Fehlzuordnung, die folgend Befürworterinnen den Monetaristen zuzuordnen. Ich weiß, das wird ganz schnell gemacht, aber meinem Verständnis nach ist es eine Fehlzuordnung. Und das zweite große Missverständnis, so wie ich die Folge davon verstanden habe, geht es nicht um die Geldmenge. Das Hauptziel ist nicht, die Geldmenge zu steuern, sondern das Hauptziel ist, andere Dinge zu steuern, wie zum Beispiel den Banken die Möglichkeit zu geben, Wertpapiere zu kaufen, ohne dass sie dafür Spareinlagen oder Eigenkapital schon haben müssen. Oder aber auch zum Beispiel die Finanzpreise dadurch zu steuern. Ich werde wahrscheinlich, wenn wir das auf dem Podium ein bisschen ins Detail gehen, aber ich möchte nur so anfänglich Position beziehen, damit ein bisschen klar wird, dass ich glaube, hier eine genaue Diskussion sinnvoll ist. Zunächst mal ganz nüchtern betrachtet, warum das überhaupt nicht unerhört, sondern eigentlich ganz organisch wäre oder evolutionär logisch, dass wir auch die Ausgabe von Buchgeld zu einem öffentlichen Monopol machen. Sie sehen diese Entwicklung. Zuerst haben sich die ersten privaten Geschäftsbanken gebildet, dann sind sie irgendwann draufgekommen, es ist eigentlich sinnvoll, eine gemeinsame Zentralbank zu haben. Die war zuerst noch privat. Die wurden dann langsam und schrittweise und noch lange nicht abschließend verstaatlicht. Die italienische Zentralbank ist noch immer zu 100% privat. Viele andere sind schon die Österreicher. Wir haben jetzt in Österreich seit 10 Jahren endlich eine 100% staatliche. Die Schweiz hat immer noch, glaube ich, 19% privaten Anteil an der Schweizer Nationalbank. Genau. Und schon im 19. Jahrhundert wurde ganz klar gesagt, du darfst keine Geldscheine ausgeben. Du darfst natürlich einen Zettel ausfüllen, aber du darfst keine Banknoten ausgeben. Das darf nur die staatliche Notenbank. Da wurde sozusagen ein staatliches Monopol. Manche könnten es als zentrale Geldwirtschaft bezeichnen, aber das ist seit dem 19. Jahrhundert Realität. Und der letzte Schritt, der noch fehlt, ist, dass das Gleiche auch für das Buchgeld gilt. Das ist zunächst aus der Zugangsweise, wie unspektakulär und wie eigentlich evolutionär folgerichtig das einfach nur wäre. Ja, es gibt mittlerweile viele Bücher, aber ich denke, der Josef Huber sollte hier erwähnt werden als Vordenker der Vollgeldreform. Und da kann man dann auch die zahlreichen Vorteile nachlesen. Und aus meiner Sicht ist eben nicht der zentrale Ansatz der Vollgeldtheorie, die Geldmenge zu steuern. Das wäre sozusagen gar kein unmittelbarer Vorteil, weil da stimme ich Stefan Schulmeister zu. Mit der Geldmenge kann man vieles nicht steuern, was manche vielleicht hoffen, dass sie mit der Geldmenge steuern können. Sondern die Vollgeldreform hat eine lange Liste, und das sind nicht alle Vorteile aufgezählt, die einfach besser werden als der derzeitige Zustand. Und der erste Vorteil ist ganz entspannt, dass Geld eben einen Schritt mehr öffentliches Gut wird. Und das hat Vorteile, dass das Geld schuldfrei, unverzinst, als Geschenk an den Staatshaushalt in Umlauf kommt. Das, Stefan, darf ich sofort anmerken. Also das Argument habe ich gar nicht verstanden, dass du sagst, wir haben keine Garantie, dass die Regierung damit keinen Krieg führt. Das gilt für das gesamte Budget eines Nationalstaates. Und das zusätzliche Budgetmittel aus einer Folgereform ist jährlich zwischen 1% und maximal 3% derzeit der Geldmenge. Also das ist ein so irrelevanter Anteil vom gesamten Staatshaushalt, dass wir ausgerechnet hier jetzt dann das Argument, die Regierung oder das Parlament könnten ja damit Krieg führen, das erscheint mir als relativ gefahrlos, weil sie könnten ja mit dem riesigen Normalbudget auch Krieg führen. Und da sozusagen müssten wir grundsätzlich der Regierung und dem Parlament das Vertrauen entziehen, was ich ja übrigens auch tue. Aber das ist ja nicht ein Anfang. Okay. Es sind so viele Vorteile, wie dass die Geldkonten sicher werden, unser Girokonto. Übrigens, das Geldkonto ist ein ganz normales Girokonto. Ein ganz normales Girokonto, ohne Unterschied zu heute, nur mit dem Unterschied, dass er nicht in der Bankbilanz berücksichtigt wird. Aber sonst, die Bank macht den Zahlungsverkehr völlig unterschiedslos wie heute. Der Vorteil ist, das Geld kann nicht ausfallen, weil es eben nicht Teil der Bankbilanz ist, weil es nicht im Besitz der Bank ist. Und wenn die Bank insolvent geht, dann wird einfach dieser Teil der Bank zu einer anderen nicht insolventen Bank transferiert und die Bank kann abgewickelt werden. Heute ist ja oft das Argument, dann bricht der Zahlungsverkehr zusammen, deshalb können wir die Banken nicht abwickeln, die eigentlich insolvent sind, trifft dann zum Beispiel nicht mehr zu. Einer von vielen weiteren Vorteilen, insolvente Banken können abgewickelt werden, weil der Zahlungsverkehr, den löst man heraus und überträgt eben anderen nicht insolventen Banken. Und allein, ja, also das verstehe ich einfach nicht. Ja. Ich würde es verstehen, wenn man sagt, ich habe diese Reform reiflich durchdacht und nach Abwägung aller Vor- und Nachteile
komme ich zum Schluss, dass ich gegen eine Folgereform bin. Das kann ich wunderbar und zu 100% annehmen. Aber was ich nicht akzeptieren kann, dass wir seit Jahrzehnten eine unglaublich hitzige, leidenschaftliche, aggressive Diskussion über die Staatsschulden, über den Staat als Schulden haben. Und hier kommt ein Vorschlag, der sagt, wir können die Staatsschulden in der Eurozone um 50-80% reduzieren, ohne Verliererinnen, dass es dann kein interessiertes, höfliches Hinschauen gibt. Wenigstens, das ist ja unglaublich, bitte erklär uns das. Ne? Dass es das nicht gibt, sondern es gibt einfach nur eine Verweigerung, es gibt eine Diskussionsverweigerung. Und das macht mich als Erkenntnisorientierten, macht mich das misstrauisch. Wieso gibt es eine Diskussionsverweigerung? Weil hier offenbar etwas Unerhörtes, etwas Neues diskutiert wird, was nicht diskutiert werden darf. Und bitte zeigt und weist uns nach, warum die Rechnung, dass der gesamte Bestand der derzeitigen Geldmenge M1, nämlich 50% der Wirtschaftsleistung, wenn der durch die folgende Reform nachträglich in Folge der Zentralbank umgewandelt würde und deshalb in eine nicht rückzahlbare Forderung der Zentralbank an den Staat umgewandelt würde, wieso die Staatsschulden nicht um diesen Betrag, nämlich 50% der Wirtschaftsleistung, sinken könnten. Wenn ich ein gutes und plausibles Gegenargument höre, dann ändere ich gerne meine Position. Allein, es macht sich bisher niemand die Mühe, zu zeigen, warum das falsch wäre. Ich habe das Handelsblatt 2 Stunden interviewt. Ja. Die erste Stunde ging über das Geldbuch und dann wurde es einfach so unglaublich, ich habe es in Detail erklärt, warum es da keine Gewinner gibt. Sie konnten einfach nicht glauben im Interview, dass da niemand dabei verliert. 2 Stunden lang wurde ich interviewt beim Erscheinen des Geldbuches. Ist die Rezension des Interviews nie erschienen. So. Handelsblatt. So, für die historische Einbettung, der gleiche Vorschlag wurde schon in den 30er Jahren von einer ganzen Reihe von Ökonomen als 100% Money in abgewandelter Form, in weniger ausgereifter, in heute nicht mehr zeitgemäßer Form entwickelt. Der Präsident Roosevelt hat das sich 2-mal angehört, aber dann doch sich dagegen entschieden, weil die Bankenlobbys stärker waren. Kurios, Keynes hat 1944 den Bankerplan vorgelegt, jetzt wird Bretton Woods 2 diskutiert. 1935 kam der Vorschlag. Und jetzt, 2013, gräbt in der Internet. Also das ist eine wunderbare Parallele. Ja. Es wurden tatsächlich größere Reformen vorgeschlagen, nämlich ein kooperatives Weltwährungssystem von Keynes, ein gedecktes Geldsystem durch Irving Fisher und viele andere. Beide sind knapp gescheitert. Wir wissen, Keynes ist am amerikanischen Außenminister gescheitert. Fisher und seine Kollegen sind an den Lobbys gescheitert. Aber jetzt werden beide Vorschläge wieder diskutiert und das ist eben kein Zufall der Geschichte, sondern weil jetzt da eben eine ähnlich große Finanzkrise in der großen Depression. Genau, und der Währungsfonds sagt, man mag sein Modell kritisieren, das war bei der Wirtschaftsunion der Fall, das ist ein schlechtes Modell, gut, aber immerhin, es ist ein Ergebnis einer Währungsfondsstudie, dass der Fischer recht hat und das heißt auch nichts. Das heißt nur, dass die Debatte langsam in Schwung kommt, dass der Chefkommentator der Financial Times sagt, ich bin dafür. Das heißt nur, dass die Debatte langsam und für die, die es nicht wissen, in der Schweiz ist eine Initiative für die folgenden Reformen. Bei der Unterschriftensammlung haben knapp über die Hälfte der Unterschriften gesammelt und in Island, im winzigen konservativen, stockkonservativen Island, will die Regierung die folgenden Reformen durchführen. Die konservative Regierung, Klammer auf, Klammer zu. Und da bin ich nicht so ganz glücklich mit dieser Argumentation, aber Stefan, du hast gesagt, dass sich die Transaktionen versiebzehnfacht haben und das sei ein Vielfaches der Geldmenge, des Geldmengenwachstums. Stimmt, widersprechen überhaupt nicht, aber in Island hat sich die Geldmenge verneunzehnfacht zwischen 15 Jahre vor der Krise und 2008. Das steht in dieser exzellent verfassten Studie der Regierung Islands. Also das kann ich wirklich denen, die sich hier selbst ein Bild, was heißt selbst ein differenziertes Bild machen, kann ich das ans Herz legen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wäre die Frage. Vielleicht sind wir heute noch nicht reif dazu, weil das ist wahrscheinlich schon die schwierigste Frage von allen. Das gebe ich zu. Und vielleicht ist heute noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Aber wir sollten uns an dieser Frage, die einfach nicht ausklammern, sondern eine von 20 Fragen soll die sein, soll das Bargeld von der Zentralbank und das Buchgeld von der Geschäftsbank geschöpft werden oder soll das gesamte Geld von der demokratischen Zentralbank? Das ist die Frage, auf die es ankommt. So, nächster Punkt. Banken sollten dem Gemeinwohl dienen. Für die, die das für komisch oder unorganisch betrachten, das war beim Beginn der Banken
genau so oder so. Das ist ein Sparkassengründer in Spanien und einfach dazu zurück. Ja, manche sehen das nicht so, aber das Grundgesetz sieht das so. Also man müsste auch hier sagen, lieber Herr Dibelius, Sie verstoßen gerade gegen das Grundgesetz mit Ihrer Aussage. Da steht es genau anders. Ja? Warum? Weil es eben nur eine Causa-Effizienz ist, aber keine Causa-Finalis. Erstens eine Größengrenze für Banken und zweitens würde ich in der Europäischen Union, anstatt eine Bankenunion, für wen? Für die Großbanken zu gründen und explizit, oder was heißt nicht dem Vernehmen nach, Ziel der Bankenaufsicht ist, alle Regionalbanken, alle kleinen Genossenschaftsbanken und Sparkassen zu massakrieren. Ich muss das in dieser Deutlichkeit sagen. Es gibt eine unglaubliche Alarmstimmung im gesamten Bankenlandschaft, dass alles, was klein ist und auch alles, was funktioniert hat, massakriert werden soll, weil es schlecht zu beaufsichtigen ist. Es schafft einfach Arbeit, der Finanzmarktaufsicht. Und deshalb soll es einfach wegradiert werden. Nach dem Vorbild der Volksbankensektorkonsolidierung. Und das ist eine Katastrophe. Ja? Dann hätten wir nur noch Systemrelevante, die zwar zunächst ein bisschen die Eigentümer und ein bisschen die Gläubiger zahlen, aber am Ende, wenn das nicht ausreicht und das wird nicht ausreichen, zahlen wir Steuerzahlerinnen jetzt per Gesetz dazu verpflichtet, dass wir diese Bankenrettungen bezahlen. Alternativvorschlag, eine europäische Bankenunion besteht darin, dass alle Banken die Wahl bekommen, entweder er schwenkt um auf Gemeinwohlregelung und spekuliert nicht mehr und erhält weiterhin alle staatlichen Unterstützungsleistungen. Oder ihr macht weiterhin Investmentbanking und Profitorientierung, dann fällt ihr um diese staatliche Unterstützungsleistungen um. Willkommen im freien Markt. Zusatz, eine Regulierungslast um minus 75% für die gemeinnotierten Banken, damit sie überleben können. Sonst können sie in Zukunft nicht überleben. Ja, das wären die Fragen an der Geldkonvent. Sie sehen, man kann auch komplexe Sachverhalte einfach zusammenfassen. Und ich glaube, wir schaffen nur noch eine einzige Idee, weil die Zeit ist schon sehr kritisch. Wir gründen gerade eine Bank für Gemeinwohl in Österreich, so viel sei gesagt. Unter mitgründen.at können Sie mitgründen. Der letzte Punkt, der mir noch wirklich am Herzen liegt, ist die Umsetzung der Bayerischen Verfassung. Hier steht es schwarz auf weiß, das Geld- und Kreditwesen dient der Werteschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner. Interpretationsfreiheit, für mich sagt das zweierlei. Erstens, es darf nur die Investition in die Schaffung von Nutzwerten finanziert werden, aber es darf laut Verfassung nicht in die Schaffung von Tauschwerten, also Finanzkredite, sind verfassungswidrig, steht bereits drin. Aber heute haben wir das eben anders entschieden auf Bundes- und auf europäischer Ebene. Und zweitens, es dürfen keine Werte zerstört werden. Selbst ein realer Kredit darf nicht vergeben werden, wenn er das ökologische Kapital mindert, wenn er das kulturelle, soziale und ökologische Kapital mindert. Deshalb braucht es logischerweise zur finanziellen Bonitätsprüfung auch eine ethische Bonitätsprüfung. Wir wollen nicht nur wissen, wie viele Mittel des Wirtschaftens zurückfließen, gemessen an denen, die wir hineingießen in Werte, sondern wir wollen eigentlich vorrangig wissen, wie denn die ethischen Auswirkungen dieses Kredits sind. Und nur wenn dieser Kredit das Gemeinwohl wenigstens nicht mindert, nur dann darf er vergeben werden. Und je größer der ökologische, soziale, kulturelle Mehrwert ist, desto günstiger sind die Kreditkonditionen. Zusätzlich zum Risikospread bei jedem Kredit kommt ein Ethikspread, sodass im Idealfall die Biobauern und die erneuerbaren Energien und die fairen Handelsunternehmen die günstigsten Kredite bekommen und das Agrobusiness und die Atommeiler bekommen überhaupt keinen Kredit. Das wäre so. Ich komme zum Schluss, weil das allerletzte, was ich noch, die lustigste Abstimmung ist. Wenn wir vorschlagen, dass das Eigentumsrecht zwar nicht in Frage gestellt, aber begrenzt werden soll, dann sagt die Wirtschaftskammer, ihr seid ja Kommunisten und Totalitaristen. Dann machen wir eine totalitäre demokratische Basisabstimmung zur Frage, ob die höchsten von mit den niedrigsten Einkommen begrenzt werden sollen. Ich habe das bisher 500 Mal gespielt mit insgesamt 50.000 Menschen von Finnland bis Chile in 25 Staaten. Und in 95% aller Fälle gewinnt beim systemischen Konsensieren der eingeringelte Faktor, nämlich der maximale Ungleichheitsfaktor zwischen den höchsten Einkommen und dem geringsten Einkommen. In 95% aller Fälle gewinnt der Faktor 10 mit der geringsten Anzahl von Widerstandsstimmen. Das heißt, wenn Sie die Bevölkerung fragen würden, wollt ihr Ungleichheit, das ist ein bisschen pauschal gefragt, ne?
Wie groß soll die Ungleichheit sein? Das ist eine sinnvolle Frage. Vom Faktor 1 bis Faktor unendlich ist alles möglich. Die Bevölkerung würde ungefähr etwas unter Faktor 10 entscheiden. Und das ist im Verhältnis zur Realität doch eine radikale Diskrepanz. Und auch deshalb glaube ich, dass es derzeit an der Zeit ist, dass wir die Grundsatzfragen von der Bevölkerung entscheiden, das ist bereits die letzte Folie, die Grundsatzfragen von der Bevölkerung entscheiden lassen und die Regierung dann das Feintuning überlassen und dem Parlament. Dolle Hegemonie, wir wissen es, wir waren alle für Bretton Woods 1, wir wären dafür gewesen, dass Keynes sich durchgesetzt hätte für ein kooperatives Wettbewerbsmodell. Er hat sich nicht durchgesetzt, weil es einfach eine Frage der Macht zwischen zwei Regierungen war. Wenn die Bevölkerung befragt würde, aber jede Wette, dass in jedem einzelnen Land, wahrscheinlich sogar in den USA, würde sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht für die Dollarhegemonie entscheiden, sondern für ein kooperatives Währungssystem, zumal es seit 1944 sogar schon ein bisschen früher vom mittelalterlichen Keynes vorliegt. Danke für die Aufmerksamkeit.